Hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, in der letzten Folge haben wir klassischen Modus gespielt, also gibt es heute wieder, also nicht heute, weil ich tue ja zwei Folgen mal hochladen, also gibt es in diesem Part mal wieder Abenteuermodus. Und ja, lass mal hier was gucken. Und ja, genau, das habe ich mir gedacht, das hier ist richtig gut. Also ich habe jetzt hier voll viele Charaktere schon reingetan, die sich alle entwickeln können, und ja, das ist eine richtig geile Sache. Ich tue mal hier einige, die ich entwickelt habe, mal hier rein. Und ja, so, wenn man die so einen Tag ungefähr da drin lässt oder zwei, je nachdem, was für ein Level die sind, dann sind die locker auf Stufe 99 hochgelevelt, was richtig gut ist, weil ich habe jetzt eine Menge. Also erstmal zum Abenteuermodus gehen. Ich habe jetzt eine Menge Geister, die ich hier entwickeln kann. Und hoffentlich ist einer von denen so richtig geil. Also gucken wir mal. Erstmal tun wir den, was soll's, ich weiß, den Kämpfer ändern, aber okay. So, jetzt zeige ich euch mal hier, was ich hier, guck mal. Das sind alles, die habe ich alle in diesen Studio reingepackt, und ja, nach einem Tag oder so ungefähr konnte ich die schon, waren die schon auf Level 99, und ich konnte die schon jetzt hier entwickeln. Also ja, ich würde mal sagen, dann machen wir doch mal, fangen wir mal mit Kyogre an. Boom. Vielleicht sind, werden einige zu den, ja, zu Level 4 Geistern, die richtig gut sind. Wasser und Eisabwehr, Proto Kyogre, genau. Kangama. Mega Kangama. Ultra Smash, Doppelchance. Also ja, da sind schon krasse Sachen vielleicht dabei. Nick. What? Ersttreffer Bonus, das ist nicht so gut. Also wenn du den Gegner als erstes triffst, dann werden deine Werte irgendwie höher oder so. Keine Ahnung, finde ich nicht so gut. Hammerdauer, ja. Das ist nicht so gute Sachen. Luftsprung plus 1, das wird zum Beispiel gut. Symphony of the Night, das Castlevania, ne? Scarfy. Aber man weiß ja nie, manchmal tun sich auch Level 1 Gegner, was zu Level 4 Gegner oder so hoch leveln, ist ja auch schon mal passiert, oder Level 2 zu Level 4, das habe ich auch schon mal hier passiert. Franklin Badge, warte mal, das ist doch auf den Franklin Badge, leitet Geschosse zu. Das wäre in einigen Kämpfen nicht schlecht, aber darauf tun wir jetzt erstmal nicht hier. Die entwickelt sich, der entwickelt sich ja hierzu, was ich gerade ausgerüstet habe, ne? Diese Zelda, ich bin nicht irre. So, Banzai Bell, Laufrahme. So, ich weiß jetzt nicht, tut er sich in ihn hier verwandeln? Nee, ne? Nee, da war, glaube ich, ein anderer. Warte mal, kann ich das nicht irgendwie sehen? Ja, da sieht man ja auch schon die Silhouette. Nee, das ist nämlich mal Zero. Mega Man X, ne? Oh, Legende, Waffen und Lauftempo. Geil. Ja, oh, Zero ist eine coole Sau. Lange Waffen und gleich das Lauftempo. Bring mich voll zurück. Ich habe ja mal Mega Man X8 auf diesen auf diesem Kanal jetzt später. War mein zweites Projekt. Es ist noch Retro. So, ciao, das ist so von Sonic, ne? Ultra Schnelllader. Nee, heute der rote Lion König, wie auch immer. Hab ich schon letztes Mal nicht richtig. Verwaltet sich in den Typen. Wandlungsdauer. Also solange ich nicht irgendwie Anti-Donnerbohnen oder irgendwie so lese, ist mir erstmal alles egal hier. Ich tue die alle mal unter der Lupe nehmen auf Screen. Also ja, und ich möchte jetzt hier nicht Teams herstellen, wenn ich aufnehme, weil ich will auch was geschafft kriegen. Also so, und du verwandelst dich in, ja. Wurde mal einige entwickelt, und ja, nicht gut.
So, mal unseren Kämpfer ändern. Ein Team habe ich offscreen übrigens hier gemacht, vorbereitet. Und wen spielen wir denn? Dann gehen wir mal wieder einen auf. Ja, ich habe mal, ein anderes Kostüm gemacht. Cyber Daniel. Und ja, weiß nicht, ob ich das vielleicht mal ausrüsten sollte. Das war hier. Ich habe diesen einen Zeiger auf Level 99 gebracht, indem ich den dieses Dings reingepackt habe. Und können wir auch irgendwann mal versuchen. Also, weil ich muss mal lernen, welche Geister hat, welche schlägt. Und ja, dementsprechend kann ich da mal irgendwann weg sein. So, da ist irgendwas. Aber das habe ich nicht geschafft, nehme ich an. Oder war zeitlich nicht mehr möglich, ne? Pure Smash-Duell. Das klingt nicht so schwer. Ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie Teams erstellen, während ich hier aufnehme. Das nimmt zu viel Zeit weg. Und jetzt könnte ich hier wenigstens mal weitermachen im Story-Modus. Oh Gott, kommen hier so viele Sterne die ganze Zeit. Oder Stern-Items. Was? Wer? Alter, wie hoch schießt ein dieses Ding? Ich hätte nur noch 44. Ah. Gibt's doch einfach nicht. Ich habe auch einige komische Angriffe hier reingepackt halt. Nein, nicht schon wieder. Hey, warte mal, ich habe eine Idee. Einfach mit euch. Boom. Wieder so ein Ding, ehrlich. Was ist das? Da kommen nur Stern-Items, ne? Tschüss. Warte, ich gehe auch noch. Nein, nicht in die Richtung. Ich kann auch Sterne werfen, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Boah, er hat sich schon wieder einen Stern geholt. So, jetzt komm ich mal mit einem Stern, ne? Was machst du jetzt? Tschüss. Boah. Super Sternring. Geil. Schuss drauf und Kugel gerade. Magolor. Spielbildchen steht plötzlich Kopf stärkere Magie für Gegner. So. Pfeil nach oben bei mir bedeutet ja, ich habe mehr, ne? Das klingt jetzt nicht so schwer. Also ich habe auch irgendwas gegen Spiegelbildschirme zur Not, also. Ja. Das Problem ist ja wieder, er kommt hier mit verdrehte Steuerung wahrscheinlich klar, aber ich nicht, ne? Ja, es, ja. Boah, ist aber ein bisschen zu viel, findest du nicht? Ja, komm. Boah. Komm, wir nehmen Leben gegen dich verlieren, hallo. Boah. Boah, flieg doch mal. Bildschirm ist irgendwie viel zu kurz, ey. Auf Spiegelung eingestellt und das wird jetzt hier absolut Horror. Diesen Kanon im Hintergrund.
Ah, daneben. Haar getroffen. Gut. Magolor. Ich muss mal gucken. Kann ich meine Dinger wieder für irgendwas ausgeben? Mal schauen. So, erstmal hier hin. Peppy Haar. Wir siegen auf Gegner, um zu gewinnen. Wir gehen den Kampf Verstärkung. Denn, denn. Das von Star Fox, ne? Hasenkönig DDD, das ist auch mein Kalaschim, also. Weil ist er winzig. Was der blöde Steuerung spiegelt sich ja nicht. So, das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ihr wieder alles. Nur nicht der Hauptgegner nerviger ist, ne? Da will ich mich. So, verpisst euch! Oh, und der ist natürlich wieder voll. So. Und ich bleib's auch weg, ne? Oh, auf damit! Guck mal, ja. Okay, der ist weg. Oder auch nicht. Sehr gut. Hat er seinen Angriff gerade abgebrochen in der Luft? Gibt's da einfach nicht, ey. Will sich verarschen. Boah, wie kann man nur so oft. Kann man nur so oft so eine perfekte Ausweichung machen. Das ist auch voll gestört, ey. Ich noch nicht mal Competitive Spieler richtig hin. Muss mir sagen, der Computer schafft das hier fast jeden zweiten Angriff. Ja, wieder so ein Dingen. Wir noch dieses eine Dojo, nehme ich mal an. Ja, bist du ein Shop? Mir fehlt nur ein Shop, glaube ich. Luftikus Dojo. Angriff los, Spunker, Angriff hoch, Lauftempo, Kacke, tschüss. Hab ich denn schon viele Geisterpunkte wieder. So, du bist jetzt voll. Ja, genau. Den wollen ja alle ja auch für dieses Spiel haben. Nee. Nee, ich, nee. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen will. Den schaffe ich aber. Die Gegner steigen mit einem schwarzen Loch. Geil. Oh, danke. Ich wäre beinahe runtergefallen. Und da kommen noch schwarze Löcher, wird. Warte, was du kannst, kann ich auch. Was ist das? Oh, das war aller nervigste. So, ich triff dich trotzdem, ja. Hat. Boah. Hat. So, jetzt aber. Gut. Galaxy Man aus Mega Man. Mega Man. Ich habe nie, ich wusste nie, was der an der Stelle sagt immer. Mega Man. So, ich glaube, wollte ich das hier in des Sprintens, nö. Obwohl, ich glaube doch, ich wollte das, aber so jetzt, wo ich darüber nachdenke, klingt das nicht mehr so gut. Ich glaube, hier wollte ich lang, ne? Wenig Schaden, Angriff hoch, Sturzvermeider.
Luftsprung plus 1, Würfe plus plus, Kantengriff. Ich kann auch nur da lang. Ja, komm. Schuss-Items und deren Munition. Gut. Ja, wahrscheinlich wieder voll doof, aber muss man mehr. Und ich kann ihn auch irgendwie nicht anleiten. Der fliegt einmal dahin und dann komme ich nicht mehr hin. Wolfen. Er lädt sich schnell auf. Der geht jetzt. Okay. Klingt jetzt auch nicht so unglaublich schwer. Lass mich ran, da ist sein Schiff, ne? Ich konnte nicht auf die andere Plattform springen, weil ich auf einer Plattform drauf war. Wir verarschen. Hey. Huja. Ninja, Ninja. Hier geblieben. Oder war schon okay, so viel zu erhöhte Angriffskraft und also was. Okay, okay, hier kriege ich sehr viele Geisterpunkte. Ich gerade ist irgendwas. Oh, da kann man sogar. Oh, wir stehen schon vor dem direkt. Nennt sich dann weiterkommen. Ja, ich wollte auch gar nicht eigentlich zu denen hin. So, jetzt ist eigentlich nur das Ding hier, was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde. Also ja, aber den Weltraum hier schon erledigt. Wo gehen wir als nächstes hin? Da unten, wo die Stadt war, war ich doch schon letztens. Ich finde irgendwie nur nicht wieder dahin. Hier. Aber wir gehen mal zu Bowsers Festung. Ne? Boah, wo war er nochmal? Da. Was ist das hier? Voll Yoshi. Heute Katapultierbarkeit für alle. Muss mir mal irgendwann alle 4 Sterne oder 3 Sterne Dinger hier suchen, die ich noch nicht gebacken krieg. Und dann muss ich mir für jeden einzelnen irgendwie so eine bestimmte Kombination machen. So muss ich das irgendwie angehen irgendwann, ne? Hier ist nichts mehr. Gut, da sind wir irgendwann nicht weiter. Da kommen wir nur Level 3 und 4 Gegner waren, ne? Ja, jetzt müssen wir doch schaffen, kommen. Ich bin besser, ich bin schöner, bin besser geschminkt. Leave. Und Roy, könnte gehen aufmachen, der gerne halt sich fortlaufen. Ja, ich kann mich auch fortlaufen teilen. Oh, oh, Leave, das ist ja auch Charakter von Fire Emblem 5. Oh, Dreck. Hey. Ja, auf so kompetitiv zu sein. Alter. Alter, jetzt hat er sich schon wieder voll geil. Ich krieg den gar nicht so. Ja, flieg runter. War so broken irgendwie mit den mit dieser Pistole. Ja, komm her, komm her. Weißt du, du auf mich losgehen willst damit? Der schafft das Ding nicht irgendwie einzusammeln. Er steht immer zu weit weg. Dieser Idiot. Ja, zu spät. Also dann hast du so Kämpfe, da sind die Gegner so richtig gierig auf Items, ne? So, muss schon sagen, ist nicht so schwer. Der sticht voll als Hauptcharakter aus. So braune Haare, der sieht irgendwie voll Standard aus. Der anderen haben irgendwie blaue oder rote Haare. Oho. Feueratem dauerhaften. Eine Sekunde. Ich hab da eine Idee. Du setzt Feueratem ein, ne? Nein. Obwohl, das könnte auch so klappen.
auch mal machen. Feuer und Explosionsabwehr für Gegner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer ist. Ja, witzig. Ja, weil man ja schon solche Sachen macht. Irgendwie computergesteuerte Gluraks haben irgendwie computergesteuerte Gluraks, ne? Wir haben irgendwie die Angewohnheit, nur ihren Dings einzusetzen. Okay, geht das auch mal irgendwo weg? Ne, ich glaube nicht, dass er weggeht. Gut, dann machen wir das, was ich so im Plan hatte. Gut. Weil mit dem Charakter habe ich Konter. Wenn du wirklich nur auf mich... gemerkt, ich habe mal mit Mafia klassisch gespielt und irgendwie der Rider Loss ist irgendwie voll einfach, weil man die ganze Zeit kontern kann. Ja. Ja, du setzt die ganze Zeit Dings ein, also ja. Ich habe gar keine Reichweite mit diesem Konter. Jawohl. Jawohl. Was macht der da? Er wird voll zerstört von der Level. Er wird ein extra Sprung in der Luft. Oh. Ey. Muss so gar nicht viel machen. Wollte ja voll irgendwie 200 IQ-Strategien machen. Nämlich die ganze Zeit Konter und nein, dann haut er sich selber hier aus der Level. Ja, Flammenberus, Feueratem für Gegner, Riesenanwandlung für Gegner. Okay, es hat jetzt hier so ein, ja, gegen das haben wir mal versucht. Der Unterschied zwischen ihnen ist jetzt, ich kann eigentlich nichts anderes machen, außer nur Konter hier einzusetzen. Okay, er tut jetzt nicht die ganze Zeit einsetzen. Das ist schon mal gut. Ah, kontern. Oh. Kontern. Diese, manchmal muss er auch den richtigen Charakter wählen, ne? Tschüss. Ah. Da ging halt Probleme damals. Ja, mal nicht wahr sein. Gut. Fortschritt. Gut. Gelber Schalter. Bonk. Na, das habe ich auch besiegt, also. Roter Schalter, gut. Nicht, dass wir von, heute noch dieser Welt fertig werden, aber versuchen wir mal so weit zu kommen wie möglich, ne? Bonk. So, was hier, weil ich hier freigeschaltet eine Schatzruhe und da ist auch noch ein Weg. Das ist immer so leise, also ich höre das nicht. Ich mein Fernseher nicht so laut, aber Kamek. Ja, war schon. Inkling Team. Ach hier von Super Mario World. Ich vergesse immer, ich habe diesen einen Angriff jetzt. Anstatt hier diesen, ich habe die Gegner so losgehe. Ich habe hier gelesen Wirbelangriff. Boah, jedes Mal, ich will immer diese Combo machen, aber es klappt nicht. Konter. Weg. Boom, Konter. Mit dem Teil. Tschüss.
Oh, jedes Mal. Wie kann er denn jedes Mal genau? Na gut. Tschüss. War da. Keiner kann so kontern wie ich. Gut. Gegen Geister, wir kriegen was gebacken. Nicht alles gut, weiß ich ja. Groudon. Es brennt, der Boden verursacht schweren Schaden. Riesenverwandlung für Gegner. Ihr sagt mir nicht der ganze Boden. Kann ich da irgendwo hin bewegen, ne? Gut. Ich finde diese Heilung so richtig gut. Boah, du. Tschüss. Diese Heilfähigkeit von dem einen Geist finde ich richtig gut. Alter. Ja, habe ich mir gedacht, den kann man auch weiterentwickeln. Ich wieder was ich ins Studio reinpacken kann. Gut, ne? Hier läuft ja eigentlich jetzt gerade richtig gut hier, ne? Wäre toll, wenn wir das alles hier in diesem Part hier gebacken kriegen. Also ja, keine Ahnung. Arsch, sealed heart. Keine Ahnung. Das wollen wir irgendwo sehen, kommen welche Serie die kommen. Einfach zu wen machen die das Leben schwer. Liebe ich ja. Wer denn? Shovel Knight. Richtig kaputt hauen. Dreck. Sundev? Ja, zum Glück gehen sie auch auf sie los. Da, was? Der gibt Löcher. Du, verpiss dich. Ich kann ihn natürlich nicht treffen. Oh, ich dachte, ich kann ihn kaputt hauen. Ja, ich glaube. Heute werden wir ja nicht durchkommen. Dieser Kampf allein, ja, der geht mir schon auf den Nerven. Ah. Auch nicht. Machst du lieber auf Nummer sicher hier. Ah. Ist gut, Mann. Weil ich den schon nicht kaputt hauen kann, ne? Hätten sie mir noch wenigstens hier ein bisschen die Dauer irgendwie reduzieren können, wie der da rumläuft. So, Bonk. Ja, die Schatz zurück kriegen wir dann noch. Da ist ein Kämpfer. Und wir uns noch. Oder die Bowser. Mal wetten. Na, wir sind so kurz davor, ne? Komm, Leon. Schaff mal hier noch. Machen wir halt ein bisschen länger. Leon ist mehr oder weniger der Hauptbösewicht von Fire Emblem macht. Wieder Pizza. Das Riesenverwandlung gibt es hier für diesen Gegner. Ah, ehrlich. War auch den noch kaputt. Was? Du wirst mich euch verarschen. Wie kann man denn so eine Reflexe haben, ey? Klößchen wandert, glaube ich. Ja, jetzt kommt ja einer.
Dafür soll eine riesige Anspielung sein, dass wir erst gegen Robin kämpfen müssen und dann vom Drache. Robin ist ja auch der Hauptbösewicht mehr oder weniger von Awakening, also. Ach, Dreck. Der wird dazu diesen einen Drachen oder irgendwie sowas. Irgendwie so war das doch. Hat er nicht mehr so im Kopf. Leon. Dann haben wir noch den Boss da kaputt, der da auf uns wartet. Muss ja auch kein Problem mehr sein, ne? Gigabowser, ne? Komm. Locker. Gigabowser ist nicht so schwer. Ich eigentlich Mario spielen müssen, ne? Aber egal. Das Problem ist, ich habe keine Fernangriffe, was mich, glaube ich, ein bisschen. Aber ich habe Konter. Ja, auch böse ich von. Na, da mache ich da. Ja, okay. Vielleicht breche ich einmal, aber. Hält aber auch viel aus, ne? Ich schaffe aber auch nicht irgendwie einen Angriff auszuweichen, ist auch ein Problem. Ja, zu spät. Das wollte ich nicht. Er hat aber auch Probleme, mich rauszuhauen, habe ich so gefühlt. Ich würde gerne einen anderen Charakter nehmen, weil ich habe so das Gefühl, wir müssen einen Charakter nehmen, der schon mal einen Boss geplättet hat. Und zwar Aliro. Mit anderen Klamotten. Ja, aber vielleicht nicht so gut. Egal. Versuchen wir mal. Dann schaffen wir das. Gigabowser ist nicht so stark, vor dem, gegen den habe ich erst letztens gekämpft, hier im klassischen Modus. Ja, okay, ist gut. Bombardieren den einfach mit allen möglichen Sachen und dann frecken wir, wenn ich das schon wieder nicht hinkriege. Ja, war gerade mitten im anderen Angriff, ey, und dann bin ich da runtergerutscht. So, Rakete haben wir da. Gut, einzige, was wir hier machen können, ist ja eigentlich nur hin und her rennen, ne? von einer Seite zur anderen. Und dann vielleicht nicht von diesen Kack hier treffen lassen soll. Oh. Er ist viel zu groß, ey. Mal wieder frisst mich ein. Einmal nur schön im Weiten angreifen. Ja, der Angriff ist natürlich sehr doof. Boah, dieser Angriff, ne? Ja, Angst machen, ey. So fett. Kann ich nicht hören. Du bist so fett. Nicht blocken halt, ne? Habe ich ja extra meinen feuerfesten Anzug angezogen und so, ne? Boom. Jetzt mal block ich über. Ja, da wollte ich nicht blocken, weil ich weiß, mein Schild hätte das nicht ausgehalten. Was er hat. Also jetzt mach keinen blöden Fehler oder so. Wie den hier. Gut. Cool. Bowser kämpft nun mit. Ha. Giga Bowser. So zwei Sterne. Die Bosse sind alle nur zwei Sterne, Leute. Ja, verstehe ich nicht.
Gut, neuen Charakter, Boss erledigt. Ich nehme an, jetzt hier Barriere ist auch wieder ein bisschen kaputt gegangen von dem einen Typen, ne? Was hat jetzt? Können wir schon gegen den kämpfen, wenn wir wollen? Ja, da ist nichts mehr übrig. Oh, wir können jetzt sein, wenn wir wollen. Keras schützender Schild wurde zerstört. Ja, ich will natürlich aber erstmal alles andere hier machen. So viele Sachen sind ja eigentlich nicht mehr übrig, ne, in dieser Welt. Abenteuermodus. So, ich will jetzt noch den einen Kämpfer da erledigen, ne, und dann ja vielleicht noch ein bisschen shoppen und dann war's das. Und dann war ja auch hier alles erledigt, müssen wir nie wieder reinkommen. Ja, oder Peach. Er hat es geschafft, Peach zu entführen. Aber wir haben ein bisschen mehr Auswahl nächstes Mal. Alter, hält die viel aus. Ja. Du schießt die Dinger auf mich. Ich schieße ja mal auf dich. Du schießt Rüben auf mich oder ja Rüben, ne? Weil ich nehme ich an. Huja, huja. Ja, ich habe absichtlich so eine nervige Stimme ausgewählt. Geht halt nicht anders. Ich hab schon mal meinen Monster Hunter Charakter gesehen. Du ja. Geh noch mal ein bisschen weg. Ich bin effektiver aus der Ferne. Oh, dieser Po. Dieser mächtigste Po aller Zeiten. So, nein. Oh, Junge. Fräulein. Warum macht die mich hier fertig gerade? Krieg doch mal raus. Was ganz was meine Dings ist. Ja, das. Oh. Ist ja so ein Mii-Spiel gewesen, ne? Peach kämpft nur mit. Gut, wir haben Bowsers Festung komplett abgeschlossen. Oder? Ja, ist immer gut, dann weiß ich wenigstens, da muss ich nicht noch mal rein. Und ja. Gut. Ja, wie komme ich hier wieder raus? Hier, ne? Hey, komm ich wieder da oben hin. Ist noch einmal in diesen einen Palast der Lüfte noch irgendwie was übrig. Cool, Wissensbaum. Ich bin bestimmt auch wieder was holen, ne? Ja, wenig Schaden, Angriff hoch. Muss ich ja holen. Das ist mir ja keine Wahl. Lass mal einkaufen. Immer noch ein Shop, ey. Teuer. Feuerboden, nein. Ich brauche was gegen Elektroboden. Versteht ihr es nicht? Lernjuwelen, Riesenschreck, Scanner Sekt, gar nichts. Ah, ich habe ich noch nicht. Feuerbodenresistenz, Helferschreck. Ich hoffe, Helferschreck bedeutet irgendwie Helfertrophäen. Können nicht eingesetzt werden vom Gegner, weil wird einige Kämpfe richtig gut machen, einfacher mal. So, und hier sind keine neuen, so wie es ausschaut. Nö, sonst wird da unten irgendwie neu stehen, glaube ich. So, Aktivitäten, schon wieder jemand auf Level 99, kann man auch entwickeln, ne?
rum. Richtig geil. So, du kannst dich entwickeln. Jetzt mal, wie schnell er geht. Er ist nur auf Level 1, ich weiß aber trotzdem. Ich glaube, es gerade auch irgendwie so ein Event am Laufen oder so, ne? Nein, da wollte ich nicht machen. Oder müssten wir auch mal irgendwann machen. Ich muss ja irgendwie so einen legendären Geist irgendwann mal rufen, oder? So, dich können wir entwickeln. Zeig mal. Bist du in Heilungsschild? Was? Abwehr mit Schild ein Heileffekt? Was? Das ist aber richtig geil. Das nehme ich irgendwo mal. Muss ich mal ausprobieren. Oh Gott. Wir gehen mal zurück. Hier Statistik aus. 36 Kämpfer gerettet, 318 Felder bewältigt. Gut. Meilenstein. Gut, dann würde ich sagen, das war's in dieser Folge und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder im klassischen Modus. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen würdet. Das wäre richtig geil von euch. Und ja, tschüss.